Ja, liebe Genossinnen und Genossen, muss mal schauen, ich tauche möglicherweise noch als Berlinerin auf. Ich habe 19 Jahre kommunalpolitische Arbeit für Berlin und in Berlin gemacht und mache jetzt mal was ganz anderes. Ich kandidiere für eine Gemeindevertretung im Land Brandenburg in Ahrensfelde. Mal sehen, was draus wird. Aber nicht deshalb soll ich heute hier reden, sondern auch noch mal meinen Standpunkt zum Antrag G21 hier deutlich machen. Und ich persönlich bin sehr froh, dass wir es schaffen, in dieser Zeit, in der natürlich Europa eine große Rolle spielt, hier auch zu Kommunalpolitik zu sprechen. Ich sage es ganz deutlich, meine Erfahrung ist, wir werden eigentlich aus zwei wichtigen Gründen gewählt. Zum einen, weil wir Friedenspartei sind und zum anderen, weil wir die Partei vor Ort sind, die sich um die Belange der Bürgerinnen und Bürger kümmert, die dafür sorgt, dass der Alltag ein bisschen schöner, ein bisschen liebenswerter wird. Und deshalb bin ich sehr froh, dass das Thema hier eine Rolle spielt. Und ich bin auch sehr froh, dass dieser Antrag hier geschrieben wurde, dass er vorliegt, und bitte natürlich auch um Zustimmung. Aber ich möchte noch mal auf ein Problem aufmerksam machen, was so ein bisschen, typisch für unsere Partei ist. Ich denke, wir werden diesen Antrag beschließen. Wäre ja auch schlimm, wenn wir es nicht so machen würden. Und ich hoffe sehr, dass ihn jeder gelesen hat. Weil wenn wir ihn beschlossen haben, müssten wir ja eigentlich danach handeln. Und ich will noch mal auf den Punkt, die Linke fordert die weitgehende Demokratisierung der kommunalen Instanzen aufmerksam machen. Das ist ein Prozess, der wird nicht von alleine passieren. Also wir können heute hier beschließen, das wird so sein. Ist ja auch eine gute Sache. Aber wer sorgt dafür, dass dies tatsächlich passiert? Und ich habe eine Erfahrung in meinem nun doch 19-jährigen kommunalpolitischen Wirken gemacht. Und da schließe ich vor allen Dingen auch an Dagmar an. Wir brauchen die Vorstände aller Ebenen, die auf diesem Weg die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker begleiten, damit das umgesetzt werden kann. Ich kriege immer Zustände, das sage ich ganz offen, wenn ich als Wanderpredigerin im Land unterwegs bin zum Thema Bürgerhaushalt, komme da in eine BO oder einen Kreis, wie auch immer. Viele machen das ordentlich, aber eine ganze Reihe sagt, und was machen wir denn nur, damit das nächstes Jahr losgehen kann? Also auf die Idee, langfristige Konzepte zu machen, Bürgerinnen und Bürger auf die vielfältigste Art und Weise in Kommunalpolitik einzubinden, ist etwas, was uns jeden Tag beschäftigen muss und was die Arbeit schwer macht. Und wenn wir hier an vielen Stellen gehört haben, und Bernd hat ja auch darüber gesprochen, dass insbesondere Menschen, die in deren Soziallage nun nicht die beste ist, sich aus politischen Prozessen zurückziehen, brauchen wir natürlich genau auch dieses Klientel, diese Bürgerinnen und Bürger, um sie in Entscheidungen, die in der Gemeinde vorbereitet werden, einzubeziehen. Und deshalb wäre meine große Bitte, dass wir vielleicht mal dazu kommen, dass die einzelnen Kreisverbände dann zusammengefasst auf Landesebene, und vielleicht schafft es ja dann auch der Bundesvorstand, mal zusammentragen, wer hat sich wann, wie mit solchen Entwicklungen, mit solchen Einbeziehungen sozusagen befasst. Dass wir neigen sehr schnell dazu, deswegen sage ich das hier so ganz deutlich, was zu beschließen, und dann wird es schon irgendeiner machen. Wir können nicht nur als Friedenspartei, wir müssen auch als Partei für den Alltag unterwegs sein. Und deshalb meine große Bitte, den Antrag G21 beschließen und dann danach handeln. Und bei einem der nächsten Parteitage sollte das Thema Kommunalpolitik ein bisschen mehr Zeit kriegen. Dass das heute nicht so geht, finde ich klar. Und dann rechnen wir mal ab, was wir gemacht haben.